Vor der Staatskanzlei in Schwerin demonstrierten am 4. Juli rund 1400 Motorradfahrer gegen einen Beschluss des Bundesrates vom 15. Mai. Der Vorschlag sieht ein mögliches Fahrverbot für Motorräder an Sonn- und Feiertagen zur Lärmreduzierung vor. Für Hans Bahner, Director der Free Harley Chapter Hagenow, ist das ein gewaltiger Eingriff in die persönliche Freiheit der Kraftfahrzeughalter. Denn die Mehrheit der Betroffenen kann ihr Hobby ausschließlich am Wochenende ausleben. Laut Bahner sind die bereits vorhandenen Gesetze und Regeln ausreichend. Ihm zufolge gefährdet ein grundsätzliches Verbot nicht nur leidenschaftliche Motorradfahrer, sondern auch einen bedeutenden Wirtschaftsfaktor. Man diskutiert im Bundesrat über Fahrverbote, man redet im Bundestag darüber, über Streckensperrungen, über Lautophonzahlen und so weiter. Aber generell mit einem Holzhammer einen Generalverdacht auszusprechen, ist der falsche Weg, halten wir für einen falschen Weg. Man muss eine andere Lösung finden und nicht mit Verboten. Die Diskussion im Bundesrat über ein Fahrverbot für Motorradfahrer hat bundesweit für Proteste gesorgt. In Schwerin setzten die Biker vor der Staatskanzlei ein Zeichen und hinterlegten einen Brief mit Forderungen. Gerichtet ist dieser an Christian Pegel, Minister für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung. Dieser wies dagegen in einer Mitteilung vom 3. Juli darauf hin, dass der Beschluss des Bundesrates kein grundsätzliches Fahrverbot an Sonn- und Feiertagen beabsichtigt.